Aber nur bei der Grundinstandhaltungsstufe T7 gibt es eine Farbbearbeitung. So erhalten diese U-Bahn E3-Wagen nur eine T5. Auch wird bei dieser Schadgruppe im Innenraum deutlich weniger demontiert. Grundsätzlich aber werden immer die Wagenkästen von den Drehgestellen gehoben. Von 1963 bis 1990 entstand der U-Bahn-Typ E3 aus alten S-Bahn-Wagen für die einzige Großprofillinie in Ost-Berlin. Nach der Wende musterte dann die BVG schon 1994 den letzten E3-Zug aus. Nun schwebt er davon, zum nächsten freien Montageplatz. Meist auf Band A, denn auf B nahm man sich der S-Bahn an. Band C war für die Straßenbahn reserviert. Die Drehgestelle werden je nach Schadgruppe ebenfalls komplett demontiert. Auch der Ausbau der Fahrmotore gehört dazu. Ein riesiger Schrauber löst die Motorspannschrauben. Alle S-Bahn-Altbaufahrzeuge verfügen über sogenannte Tatzlagermotoren. Sie stützen sich bei dieser Antriebsart mit einer Motorhälfte auf dem Radsatz ab. Nach dem Ausbau kommen die Motore in die Motorwerkstatt. Doch dazu später mehr. Etliche Züge der Bauart Stadtbahn wurden im Lauf der Zeit zu Arbeitszügen umgebaut. Auch einen speziellen Materialzug gab es. Äußerlich ist an ihm nichts auszumachen. Erst der Innenraum verrät seine Bestimmung. Die Einrichtung ist vollständig entfernt. Ebenfalls zu den Sonderbauarten gehörte der alte Friedrichsfelder Hilfszug. Er entstand in den 60er Jahren aus der Bauart Bernau. Die Frontpartie wurde dabei dem Stadtbahner angeglichen. Nur noch die kurzen Mittelwagen erinnern jetzt noch an seine Herkunft. Im Herbst 1991 erhielt der alte Hilfszug noch einmal eine grundlegende Untersuchung. Dabei bekam er zwei Signallaternen und die Traditionsfarben. Hier nach seiner Fertigstellung auf den Prüfgleisen. Noch fremd waren die BVGer aus West-Berlin. Sogar der Stellwerker ließ sich den bis dahin seltenen Anblick nicht entgehen.